Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Stacksel. Und zwar melde ich mich zurück mit einer erfreulichen Nachricht oder mit einer freudigen Nachricht oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und zwar, ihr seht es schon hier im Vorschaufenster quasi. Now available on Nintendo Switch. So, ich besitze ja selber eine Switch. Ich werde es mir zwar nicht extra dafür nochmal holen. Sollte sich aber die Möglichkeit ergeben, was ich ja hoffe, da ich es irgendwie anders bekomme, werde ich natürlich zusammen mit meiner Freundin streamen. Weil wir haben uns relativ gut darauf abgestimmt, dass wenn der eine einen Titel hat, der andere sich das entweder holt oder man es ja den anderen schenkt. Je nachdem, ne? Und ja, sollte sich das ergeben, werden ich und meine Freundin zukünftig das Spiel auch mal streamen auf Twitch. Also gerne da auch mal vorbeischauen. Was ich aber jetzt nochmal sagen wollte, ich finde das fantastisch. Kann man sogar draufdrücken. Ich klicke mal ganz kurz drauf in der Hoffnung, dass man es sieht. Nein, es öffnet sich ein Browserfenster von Nintendo. Also, Gesamtpreis sind 17,99 US-Dollar. Ich gehe mal auf die deutsche Seite deswegen extra. Mal sehen, ob das so ging. Ach nee, Quatsch, komm. Moment, ich hab's gleich. Verstehe. Ups. Okay, Moment. Ich gehe mal, wie gesagt, auf die deutsche Nintendo-Seite. Ja, komm. Nur ganz kurz. Moment. Oder warte mal. Moment, geht sofort los. Keine Ahnung, woran es jetzt gerade wieder liegt. Aber aus irgendwelchen Gründen. Was ist denn jetzt los? Gut, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen kann ich mich gerade nicht anmelden. Ist aber auch egal. Muss ich später gucken. So. Denn. Genau, also wie gesagt, 17 Dollar kostet es insgesamt auf der amerikanischen Fassung, also auf der Plattform von Amerika. Nee, was laber ich gerade? Okay, sagen wir mal auf der .com-Seite. So, da kostet 17,99 derzeit. Normalerweise 24,99, also sprich 25. Bei uns kostet es 15 Euro, also 14,99, normalerweise 20 Euro, also 19,99. Also, wenn ihr das euch holen wollt, schlagt am besten jetzt noch zu. Bis zum 29.09. ist das Angebot noch aktuell. Oh, warte, da muss ich mal ganz kurz gucken, wie lange überhaupt. Oh, ja, okay. Also, vergesst es. Ich merke gerade, dass die Folge, die ich hier gerade aufnehme, reichlich nach dem Veröffentlichung jetzt hier gerade ist. Jedenfalls kriegt man für den Kauf immerhin 90 Goldpoints, wenn ich das richtig sehe. Das wird bei der deutschen Seite nicht angezeigt. Finde ich ein bisschen schade. Aber zumindest sehe ich das hier. Dass hier up to 90 Points, also bis zu 90 Punkte, Goldmünzen oder wie man es auch immer nennt, verfügbar sind. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal ganz kurz gucken, warum mein Nintendo mich nicht einloggen lässt.
versuch's mal anders. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mein User-ID nicht nutzen kann oder darf. Okay, Moment. Das kann doch nicht angehen. Okay, ich muss da mal nachher gucken. Irgendwas stimmt da nicht. Jedenfalls würde ich sagen, Part wird sowieso länger übrigens, nicht wundern. Aber jedenfalls würde ich jetzt sagen, dass ich wieder mal loslegen hier, weil bevor ich mich komplett ins Ausschieße quasi dadurch, kümmere ich mich lieber erstmal um solche Sachen später. BZW, ich kann ja... Moment, Moment. Ich mache mal ganz kurz einen kleinen Cut. Wir hören uns gleich wieder. Okay, ich weiß jetzt, woran es lag, warum ich mich nicht anmelden konnte. Das Steam-Overlay sieht man ja. Dementsprechend werde ich das hier drüber mal ganz kurz machen. So, Nintendo. Ja, komm, später. So. Öffne ich halt zweimal. Komm. Daxel. Da ist es. Dann kann ich das nochmal euch quasi auf den beiden Artikeln auch anzeigen. So. Aber hier sieht man es nochmal in der Fassung. Also auf der amerikanischen Seite sind es 17,99, sprich 24,99 natürlich beim Vollpreis. Ne? Und hier ist es halt 19,99, sprich 14,99. Aber das halt auch in der dementsprechenden Währung natürlich, logischerweise. Wo ich gerade mich frage, Moment. Da muss ich mich auch nochmal ganz kurz gucken. Ob die mittlerweile auch ja, eine Änderung genommen haben. Was ist denn das jetzt? Fehler, warum auch immer. Na gut. Dann gehe ich ganz kurz in mein Nintendo. Ich, wie gesagt, ich weiß jetzt, warum, weshalb, wieso das so war. Und deswegen, ich melde mich ganz kurz an und dann sehen und hören wir uns gleich wieder. So, da bin ich dann wieder. Man müsste dann auch nämlich die richtige E-Mail und den richtigen Passwort in Kombination verwenden und nicht die falschen. Deswegen... Da lag es. Wie ihr seht, ich habe relativ viel, weil ich natürlich auch viele Switch-Spiele schon gekauft habe, habe ich hier 360 Goldpunkte. Und ja, die Silberpunkte, sofern man eine Kreditkarte besitzt und den Versand zahlt, kann man solche fantastischen Sachen wie Lego Mario Figuren holen. Das sind, wie scheint, aber auch sogar der Amiibos, oder wie verstehe ich das gerade hier? Moment mal ganz kurz. VIP Plus... Achso, nee, das sind solche... Okay, verstehe schon. Solche Bonusartikel an sich. So. Dann kann man natürlich hier Akira. No More Heroes. Also das ist so eine Akira-Referenz. Sich holen. Solche Poster-Set. Was auch geht, ist für Smartphone so eine... Ja, Fingerschlaufe. Weil ich sehe immer mehr Leute, die halt solche Fingerschlaufen haben. Und bin halt selber am Überlegen, ob ich mir sowas hole. Aber denke dann immer so, nee... Lohnt sich für mich nicht so ganz. Klar, ist halt ein praktisches Utensil, ne? Aber, ja. Was ich halt nicht verstehe oder gar nicht verstehe oder so gut wie nicht verstehe, ist, was das hier soll. Klar, das ist eine kleine Box. Ich kann das... Ah, ja. Ich wollte gerade das Bild nochmal in Größe anzeigen. Geht das hier? Nein. Jedenfalls ist das eine Hülle für die Switch-Spiele. Da passen 8 Stück rein und da denke ich mir so, okay, was soll das? Weil wenn man guckt, Moment, geht sofort weiter, wie gesagt. Game Case. Man so sucht hier Switch Game Case.
dann findet man relativ schnell solche Boxen hier, wo dann locker mal 24 oder mehr Spiele reinpassen, die dann auch echt kompakt sind. Sowas hier zum Beispiel auch. Da passen zum Beispiel, wo ist es? Ja, hier 12 Stück steht hier jetzt gerade zum Beispiel. Ja. Und auch noch ein paar SD-Karten und so ein Kram. Also, wenn man hauptsächlich SD, also Download-Spiele spielt, gibt es da halt genügend Auswahl. Ich kann auch mal unter Bilder gucken, weil meine bessere Hälfte, die hat ja so ein Switch-Case. Ich gucke jetzt, also so ein Spiele-Case, und man kann es kurz gucken, ob ich das finde und ob ich auch das Richtige finde. Sprich, das, was sie auch hat. Also ungefähr so sieht das aus, was sie hat, aber ist halt nicht exakt dasselbe. So wirklich richtig erkennen tue ich es aber auch nicht. Muss ich mal beim nächsten Mal drauf achten. Was aber cool ist, ist das hier auf jeden Fall hier, Zelda spielbezogen, ne? Ach ja, sowas hier ist zum Beispiel ganz genial. Da kann man dann zig Dutzend Spiele drin aufbewahren. Gut, hier ist halt mehrfach Splatoon drin, ne? Einfach wahrscheinlich, um das zu füllen, denke ich mal. Oder derjenige hat echt einfach nur grafisch das eingefügt, also copy-pastet die Objekte, wenn das halt Fotoprint ist. Aber trotzdem, man sieht halt, rumherum sind insgesamt, ja, 8 Stück, und in der Mitte sind auch nochmal 8 Stück. Das heißt, insgesamt kann man dann mit der Box 16 Spiele mitnehmen. Zum Beispiel. Also alles in allem sind weitaus bessere Boxen verfügbar. Das hier ist halt wirklich, wenn man sagt, okay, man geht nur kurz auf eine Reise und möchte halt so 8 seiner Lieblingstitel spielen. Ne? Vielleicht auch längere Zeit. Oder Langzeittitel, genau. Welche, wo man sagt, die nehme ich jetzt immer mit. Ne? Aber jedenfalls, wie gesagt, mich freut, dass das Stacks jetzt auch auf die Switch gekommen ist. Weil. Oh, das heißt, ich muss das noch aktualisieren, ne? Mache ich das auch beim ganzen Projekt oder bei beiden Projekten? Ich glaube, ich mache das beim aktuellen Projekt. Ich werde jetzt ab der Folge 60 rum, so um den Dreh, werde ich auf jeden Fall mal die Liste aktualisieren. Und ja, mal dafür sorgen. Moment, ich sollte vielleicht mich auf der deutschen Seite abmelden. Hab nämlich schon mal gehabt, dass ich dadurch Nintendo kümmern musste, dass ich wieder reinkomme, weil ich bei der falschen Seite mich abgemeldet habe. Nee, aber auf jeden Fall. Lange Rede, kurz Sinn. Ich muss das dann mal auf jeden Fall ab Folge 60 aktualisieren. Da werden dann auch die beiden Seiten vertreten sein. Ich werde einmal die ja, amerikanische und die deutsche Seite verlinken. Ob es noch andere Seiten gibt, weiß ich nicht. Deswegen bitte nicht steinigen, wenn ich das vergessen sollte. Achso, ich wollte mich ja, zusätzlich schlafen legen. Das war ja jetzt eigentlich der Plan. So. Jetzt ist halt so die Sache. Ja, jetzt habe ich viel Zeit weggequatscht, totgequatscht. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal heute so einen 35, 40 Minuten Part mal wieder. Das kommt mir zwar nicht gelegen, weil mich das echt ein bisschen ärgert, aber ja, was soll ich sagen? Was muss, das muss, ne? Und wenn ich ein bisschen nuschel oder lispel oder sonst was, dann tut's mir leid. Ich reiß halt mein Maul nicht so gerne auf. Also sprich, ich versuche eigentlich relativ leise zu reden, aber man muss ja eigentlich laut reden. So. Wie dem auch sei. Könnte man. Ah, genau, wollte ich gerade sagen. Könnte ich einfach mal schlafen? So, Tag 30. 30. Tag 30. 30. Okay. Irgendwie ist im Moment echt ein bisschen. Denn gut, ich muss auch sagen dazu, ich bin erst seit ein paar Minuten wach. Vielleicht könnte es auch daran mitliegen. Super, ich brauche schon mal nicht gießen, wenn ich irgendwas hätte gießen müssen. Denn es regnet gerade. So, jetzt erstmal Wichtigste. Alles ernten, was ready ist. Wie gesagt, Sonnenblumen ist ja klar, das ist Dauerbrenner. Die bleiben ja quasi bestehen. Oh. Ich hoffe, der Salat war kein Fehler. Ich habe aber so im Hinterkopf, dass er auch weiter wächst. So, die Rüben, diese roten, die muss ich komplett verarbeiten. Hier kann ich aber etwas mehr verkaufen.
160. Ja, 1000. So. Schluppi. So, wie gesagt, Sonnenblumen bleiben. Die wachsen ja ordentlich immer aus. Übrigens habe ich mir überlegt, daher ich ja hier quasi nicht unendlich viel Fläche habe, dass ich mir was einfallen lasse. Und zwar kam mir der Gedanke von einer Dachterrasse in der Art und Weise, wie sie halt nicht so oft vorkommt. Und zwar wollte ich das quasi so bauen. Ja, wie will ich das denn jetzt bauen? Aber eigentlich wird das quasi eine Überdachung hier. Von hier geht ein Pfeiler hoch bis, ja, sagen wir mal, hierhin geht ein Pfeiler hoch, hier geht ein Pfeiler hoch und hier. Dann geht eine Treppe hoch und ja, da oben ist dann quasi nochmal ein Feld. Quasi. Ich will das aber natürlich angepasst hier an diesen Feldern irgendwie machen, dachte ich so. Das heißt, theoretisch wandert der Sprinkler ein nach vorne, die hinterste Reihe wird quasi trockengelegt. Ne? Und ja, alles weitere folgt dann auf dem folgenden Fuße. Das muss ich aber Stück für Stück machen, weil da muss ich auch genau gucken, dass es halt gut aussieht. Dass es sich auch gut hier, ja, einfindet, ne? Was ich trotzdem noch mache, ist dennoch eine Reihe hier mit noch mit reinnehmen. Aber erst, wenn ich hier das Feld komplett groß ausgebaut habe. So, was ich gerade sehe, ist, dass hier noch Pilze sind. Die nehme ich mit. Und dann kümmere ich mich um die alltäglichen Aufgaben wie Kühe melken und so weiter und so fort. Ach ja, apropos alltägliche Aufgaben. Moinsen, Moinsen. So, die Eier packe ich hier rein. Und ja, das ist eine Frage von für sich selbst. Gut, Honig ist auch fertig. Das heißt, ich kümmere mich erst aber zu Anfang mal wieder um die, ja, prima, um die Milch. So. Das heißt, auf die 1000 kommt noch ein bisschen was drauf. Achso, warte mal, warum? Eier sammeln kann ich später noch. Ist doch noch keine Ostern. So. Ja, dann mache ich ganz kurz einen kleinen Cut für den Honig sammeln, dann haben wir ein bisschen Zeitersparnis. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt nicht, was hier los ist, warum die Hühner meinen auszubüchsen. Aber ja, ich finde es etwas weniger gut. Deswegen versuche ich den jetzt hier gerade wieder reinzuschieben. Gut, der ist schon mal zurück. Und dich bitte auch. Ja, gut. Lauf schon mal in die richtige Richtung. Nein. Eine Hochhebetaste wäre noch ganz nett. So. Das heißt, dann muss ich den Zaun doch ganz zumachen, oder wie? Ist eine Frechheit. Na, naja, jedenfalls, ich habe Honig gesammelt. Mal gucken. Sind wir bei 4000. Sehr schön. Gut. Dass ich den Zaun jetzt komplett zumachen muss, ist weniger schön. Möchte ich nochmal erwähnt haben. Weil ich hätte gerne eine offene Hühnerstall gehabt. Doch wenn das Spiel sich so sagt, nö, kannst du mich mal an die Füße fassen, erlaube ich dir quasi nicht. Dann bringt's nichts. Dann muss leider der Zaun dahin. Und wie sagte einer schon in der Geschichte damals, niemand hat vor, ne? Und was gab's dann dadurch? Genau, das, was er verneint hat. Oder versucht hat zu negieren, dass es nicht im Gedenken wäre. So, aber wenn ich das richtig habe, ist das Schild quasi auch wie eine Art Zaun. Was soll denn das? Hey, sag mal, willst du dich über mich lustig machen, Pepper? Hey. Und nicht wieder ausbüchsen. Oh Mann, das ist doch jetzt echt nervig. Halt. Halt. Genau, du gehst da wieder rein. Nein. Ich muss jetzt Fangkisten holen oder wie?
Oh. Muss ich Fangkisten holen? Hä? Nein, oder? Gut. Sein gutes Huhn und latscht wieder rein. So. Ja, dann mache ich das davor quasi. Ist ein bisschen ätzend, aber gut. Wo halt kein Wille, da auch kein Weg. Nee. So war das eigentlich nicht gemeint. Egal. Sieht halt nicht schön aus. Muss es aber leider Gottes auch erstmal nicht. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt darüber sauer, dass die halt ausbüchsen. Und ich hatte schon mal gehabt, da war das ja mit den Kühen, dass mir da eine doch im letzten Projekt abgehauen ist. Und da dachte ich dann so, hä, wo ist die denn? Ah, da war die sonst wo. Und ich muss mal dran denken, hier die auszustopfen. Die Lücken. So, jetzt aber erstmal was anderes, und zwar das hier und dieser Kram. So. 4.396. Das ist doch mal eine Summe, die sich sehen lässt. So, 1, 2, 3, 4 Hühner. Das ist super. Mehr hatte ich auch nicht. Na. So. Habe ich den Regionsschutz eigentlich wieder angemacht? Nein. Ist echt nicht böse gemeint, aber ihr dürft nicht ausbüchsen. Das ist nicht gut. Ich glaube, noch schwieriger wäre es, wenn die wie im Echt herumhüpfen würden. Weil dann wäre es sogar relativ, ob ich da was vorhabe oder nicht. Und da. Halt. Frühling, Herbst und Winter. 4 Tage zur... Ah, Gottes Willen. Da hätte ich mir gar keine Sorgen machen müssen um die 2 Sachen. Egal. Ich werde es trotzdem erstmal einlagern, einfach aus Prinzip. Ja, Sonnenblume ist ja noch am Wachsen und der Tag ist auch schon wieder gelaufen. Oh Mann, ey. Na, super, super, super. Aber hey. Und dafür habe ich ja immerhin jetzt Frühling. Und das heißt, mit viel Pech ist entweder mein ganzer Salat hin. Und... Achso, das Festival. Was für ein Festival? Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Naja. So. Jetzt erstmal den ganzen Salat ernten. Und was ich auch noch machen muss, weil ich es halt gerade verpennt habe. Warte. 2. So, und dann ist hier der Sprinkler. 1, 2, 1, 2 und dann ist hier der Sprinkler. 1, 2. Ja, okay, das passt. So, die sind noch nicht erntereif. Was ich aber machen kann, ist zumindest die Reihe hier komplett ernten. So. Geht übrigens auch schneller, als wenn ich da lange herumpflücke. So. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, ja, genau, sind jetzt nur noch Sonnenblumen auf dem Feld. Und wir haben einfach mal verdammt 38 von den Salatköpfen. Da, die kann ich ja jetzt dann auch erstmal. 3.800! Boah, wir haben gleich den nächsten Sprengler schon im Petto. So, habe ich noch Salat eigentlich herumliegen? Was ist das hier? Salat. Und das ist Kohl. So. Wenn das da verarbeitet und ja, ich den Rest mache, kümmere ich mich mal darum hier und hier rum. Hm, 4.000. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich wünsche mir, dass das noch mehr bringt.
Subi. Lo. Alter. Ach so, genau. Frühling und Winter. Wir haben Frühling, 6 Tage. In der Zeit wächst es. Das heißt, eigentlich kann ich weiter pflanzen, ne? Um mal aus Avatar zu zitieren, wie hieß der Lieblingsvogel des Kohlhändlers? Kolibri. Ah, Gottes Willen. So, und meine grenzdebile Katze werde ich auch mal ganz kurz ein wenig rauslocken, damit sie da mir die Tür nicht die ganze Zeit auf und zu macht. So, wie immer sei. Kurz mal innerorts. Ich muss nämlich mal ganz kurz gucken. Wir haben nämlich Frühling und ab und zu liegt ja auch hier was herum, ne? So, hat er hier irgendwie. Nein. Liegt hier irgendwas herum? Auch nicht, ne? So, ich muss mir aber allerdings mal nochmal zwei weitere. Warte, muss ich mir wirklich Kisten kaufen? Kann ich mir nicht eine Kiste. Pfannkiste, Kiste. Da. Edisbau Holznägel. Ich crafte mir die. Ich gebe doch keine Münze mehr jetzt aus dafür, dass ich das da noch zusätzlich kaufe. Und ich brauche ja schließlich nur zwei von den kleinen Kisten. Ja gut, habe ich was gesagt? Ich brauche zumindest Nägel. Da ich immer erst auf U komme, ne? So. Jetzt noch mal kurz das Feature angezeigt, dass man halt Rezept anheften kann. Ist ja auch immer ganz praktisch zu wissen, ne? So, warum ich nochmal zwei Kisten brauche, ist ganz einfach. Ich brauche einmal eine Kiste für hinten hier, dass wenn ich mal zu voll habe, dass hier einfach noch Schüssen lagern kann. Und damit, wenn ich einfach mal sage, okay, ich will jetzt ja hier nochmal Honig hin zurücklegen, lege ich das hier rein. Weil das jetzt ist jetzt für Bienen und Bienenkönigin, dass falls ich doch nochmal eine zweite Reihe drauf plane, weil das geht auch, da muss ich dann nur solche Bretter hinpacken, dass das dann halt dementsprechend ja hoch ist. Um euch habe ich mich gekümmert, ja, habe ich. So, hier drum aber noch nicht, ne? Doch. Gut, habe nichts gesagt. Wie schaut es eigentlich mit Punkte? Okay, ganz gut. Subi, 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 alles in bester Ordnung. Und der Kohl ist auch durch. Boah, ja, okay, ich habe so viel, ich kann jetzt einfach mal durchpflanzen. Super, also ich habe so viel, aber ich habe anscheinend auch zu wenig manchmal. So. Sehr schön, jetzt ist 12 noch zur Lagerung verfügbar. Cool. Das hat doch prima geklappt. Wenn die Sonnenblumen durch sind, werde ich zumindest da dann noch den restlichen Kohl pflanzen.
dann warten, bis alles durchgewachsen ist und dann passt das ja auch. Honig dauert ja jetzt noch 2 Tage. Dann kann ich ja jetzt mich erstmal auf die Suche nach weiteren Bienen begeben. Was somit heißt, ja, ich habe es fast schon denken können wahrscheinlich, dass ich mir ein Flie ja, das den Kescher in die Hand packe, so, um Gottes Willen. So, was aber für mich auch heißt, dass ich alles mitnehme, was von relativem Wert ist. Zumindest die Menge macht's, ne? Na jo, die Strandmuscheln und so, das lasse ich mal außen vor, aber der Rest. Und wie gesagt, die heutige Folge etwas länger, weil ich ja, wie gesagt, am Anfang euch das gezeigt habe mit der Nintendo Switch-Geschichte. Das ist aber auch echt schön, dass es überhaupt jetzt auch dafür verfügbar ist, muss ich mal sagen, weil ich finde, so langsam Konsolenspiele haben es auch irgendwie raus. Weil sie sind ja extra für das konfiguriert und man muss da nicht lange herumstellen, damit es halt läuft. Beim PC, jeder PC ist anders, jeder PC kann mal mehr, jeder PC kann mal weniger, ne? Und da ist dann auch die Frage, okay, packt denn der PC das auch? Bei mir war es ja irgendwann so, okay, mein PC packt nichts mehr. Aber der war dann auch schon, was weiß ich, wie alt. Also die meisten Teile waren einfach nur noch zusammengekloppter Kram, so vom anderen PCs quasi auch ausgeschlachtete und so weiter und so fort. Also alles in allem hätte das sowieso nicht mehr lange gehalten. Kann man nur mal so festhalten. So, grandioserweise, ihr habt noch gesehen, im Hintergrund war noch Schnee. Das tut sich jetzt einfach mal stückweise so zurück generieren. Durch die Sichtweite sieht man zwar trotzdem noch einen Augenblick, aber ja. Das erstmal dazu. So. Das ist wie gesagt etwas unpraktisch, weil ich halt nicht die Bienen oder Bienenkönigin sofort finde. Weil ich muss ja die Bienenkästen noch weiter füllen, das ist ja noch die Sache. Und ohne Bienenkönigin ist es halt so wahrscheinlich wie ja, ein Sechser im Lotto zu kriegen. Na gut, ich muss aber dazu auch sagen, man muss dafür wirklich immer alle Insekten auch wegfangen, damit halt beim Respawn ja, man ein paar Bienen auch kriegt. Schrägstrich Bienenköniginnen. So, wie dem auch sei. Dann kümmern wir uns doch erstmal hier um die Geschichte noch hier in der Ort. Sind ja schließlich auch zählende Insekten auf der Fläche. Wo ich natürlich nicht weiß, ob die dann dementsprechend überhaupt fürs Gesamte gewertet werden. Endlich! Eine Bienenkönigin mal wieder. So. Also es lohnt sich doch hier aufzuräumen, wie ihr merkt. Dann mache ich das auch so. Schön, sehr schön. So, das heißt, wir haben einen weiteren Bienenkasten theoretisch gesehen, somit. Aber nur solange ich hier weiter die Insekten auch alle weiterhin fange, weil dadurch erhöhe ich natürlich auch die Chance auf weitere
insektoide Lebensform. Sprich halt Bienenkönigin und Co. So. Gut, das war wahrscheinlich auch reiner Zufall mit der Bienenkönigin gerade, aber das zählt ja nicht. Das ist ja auch einfach gut, dass wir es überhaupt finden. So. Da kommen noch mindestens ein, zwei Insekten. Zumindest, dass ich halt statistisch mehr Respawn habe. Okay. Zum Glück sind hier Insekten fangen einfacher als bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Da ist das ein bisschen. Ja. Sagen wir mal hakelig. Könnte aber auch an der Gestensteuerung liegen. Dann tue ich hier noch mal kurz gucken im Ort, ob noch was ist. Und wenn es sich erledigt hat, somit nichts mehr hier ist, dann kann ich noch mal ganz kurz an die Verkaufskiste da noch ein paar Sachen reinpacken und den Rest in die kleine Kiste daneben räumen, wenn halt das auch voll ist. So, Moment kurz noch hier hinter gucken. Moment. Gut, ist nichts mehr. Dann können wir uns, wie gesagt, damit befassen. Ja, okay. Bisschen sehr viel. Sonst noch irgendwelche Pilze? Nein. Ich tue aber mal ganz kurz alles, was ich verkaufen möchte, noch hier nach oben. Und das tue ich nur nach oben, damit ich das einsortieren kann. So, Bienenkönig kommt direkt rein. Wie gesagt, die Kiste vorne da, wo jetzt gerade nur der Quarzding ist und die Gläser da. Kommen später Bienen und Bienenkönigin rein, wenn ich halt somit alles voll habe. So, ja gut, ich gehe einfach jetzt dösen. Ist wohl auch besser. Gut, und dann würde ich sagen, wir sind bei 38 Minuten. Ich mache mal einen kleinen Cut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dranbleiben. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saros. Haut rein. Und ciao.